The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das Heidentum zeigt seine Macht. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Schnell formieren sich die Menschen unter der Fahne, die sie gewählt haben, und erwarten und beobachten ruhelos die Schachzüge ihrer Führer. Auf der einen Seite wachen, warten und wirken Menschen auf das Kommen unseres Herrn hin, während die andere Seite sich schnell unter der Befehlsgewalt des ersten großen Aufrührers sammelt. Sie suchen unter den Menschen nach einem Gott, und Satan verkörpert den, den sie suchen. Große Menschenmassen werden durch ihre Verwerfung der Wahrheit so benebelt, dass sie eine Fälschung annehmen werden. Die Menschheit wird als Gott gefeiert. Während wir uns dem Ende der Zeit nähern, wird sich die Macht des Heidentums immer stärker zur Schau stellen. Heidnische Gottheiten werden ihre außergewöhnliche Macht demonstrieren und sich in den Städten der Welt zeigen. Diese Beschreibung ist schon im Begriff, sich zu erfüllen. Durch eine Vielfalt von Bildern hatte Herr Jesus dem Johannes dargelegt, wie böse der Charakter und wie verführerisch der Einfluss derer ist, die sich bei der Verfolgung des Gottesvolkes besonders hervorgetan haben. Alle brauchen Weisheit, um das Geheimnis der Bosheit zu erforschen, das beim Abschluss der Weltgeschichte eine so bedeutende Rolle spielt. Gerade in der Zeit, in der wir leben, hat der Herr sein Volk berufen und ihm die Verkündigung einer Botschaft aufgetragen. Er hat sie beauftragt, die Bosheit des Menschen der Sünde aufzudecken, der das Sonntagsgesetz zu einem Zeichen der Macht gesetzt hat, der versucht hat, Zeiten und Gesetz zu ändern und das Volk Gottes zu unterdrücken. Ein Volk, das standhaft Gott zu Ehren sucht, indem es den einzig wahren Ruhetag, den Sabbat der Schöpfung, hält. Die Gefahren der letzten Tage stehen uns bevor. Wir sollen in unserer Arbeit die Menschen vor den Gefahren warnen, denen sie ausgesetzt sind. Die feierlichen Szenen, die von der Prophetie offenbart wurden, sollen dabei nicht unerwähnt bleiben. Wenn unser Volk nur zur Hälfte wach wäre, wenn alle sich bewusst machten, wie nahe die in der Offenbarung geschilderten Ereignisse schon sind, dann würde es in unseren Gemeinden zu einer Reformation kommen und viel mehr würden der Botschaft glauben. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gott ruft uns auf, als Menschen, die Rechenschaft ablegen müssen, nach Seelen Ausschau zu halten. The Lord is coming. Are you ready?